Never break, always fight, never quit. Do it right, play the game, win it life. Have no shame, there's no time. Feel the pain, live the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win it life. I never miss that fact. Taking big swings, bitch. So, links den Stecker, 300 kW, den nehmen wir. Wir machen die Klappe vorne auf am Kia Niro EV. Einmal den oberen, dann geht auch der untere raus. Und den Stecker hier nehmen wir rein in den Kia vorne. Und schon startet der Ladevorgang. Bis 80% laden wir auf gar keinen Fall, 76 Minuten. Und er lädt langsam, aber zügig hoch. Aber halt Stopp. Wir machen jetzt erstmal einen Schritt zurück oder zwei Schritte zurück. Am Freitagabend habe ich den Kia Niro EV übernommen. Er war nicht ganz vollgeladen. Das waren so Richtung 95-96% gewesen. Wir gehen mal kurz auf die technischen Daten von dem Kia Niro EV ein. Also Akku sind 68 kW-Stunden Größe brutto. AC-Laden ist möglich mit 11 kW, DC-Laden mit 80 kW. Leistung hat er 150 kW bzw. 204 PS und Topspeed von 167 km/h. Kia Niro EV, ich habe ihn schon mal getestet und ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, begeistert von dem Kia Niro. Das Design ist ein bisschen kontrovers, da kommen wir später nochmal drauf. Fahrdaten, Fahrkomfort finde ich den Wagen unglaublich entspannt. Unglaublich coolen Wagen, der von draußen gar nicht so groß wirkt, wie er ist. Wir sehen hier vorne im multifunktionalen Instrumentendisplay wunderbar den Assisted View, den ich jetzt hier drin habe. Das heißt, mein Abstand wird gehalten vorne mittels ACC und wir sehen auch, wie die Autos an mir vorbeifahren und ich jetzt den Spurwechsel vollzogen habe. Er hält mich wieder an der Spur drin, die beiden grünen Linien links und rechts vom Wagen und vorne hält er wunderbar wieder den Abstand. Das ist für mich entspanntes Fahren. Gerade hier, wo jetzt ein Tempolimit ist, kann man das wirklich entspannt mitmachen. Den nächsten Tag im Hellen dann tatsächlich auch mal bin ich unterwegs. Ich bin gestern Abend nach Köln gefahren, ein bisschen unterwegs gewesen und parke jetzt hier ein. Und hier sehen wir, wunderbare Rückfahrkamera, total übersichtlich. Also das Display, ich fahre eigentlich fast nur nach Rückfahrkamera, einmal Bordstein ein bisschen prüfen. Ansonsten gucken wir uns den Niro jetzt mal im Detail an. Also Kia Niro, voll elektrisch, EV. Mega. Vorne die Front, das ist glaube ich so ein bisschen der kontroverse Teil. Der Scheinwerfer, so, naja, wie so halb runtergerutscht, sagt der, der es böse sagt. Ich sage, Mensch, cool, anderes Design integriert. Hier in so einem dunkelgrau Metallic mit Kontrastabsetzung schwarz. Also die Radläufe und unten hier an den Türen lang, die so eine Verkleidung. Hinten am Heck ebenso schwarz. Hier ist so ein bisschen Versatz, okay. Ja. Und unten die Heckverkleidung auch schwarz als Kontrast. Finde ich persönlich wirklich cool. Gerade hier auch im Winter mit den schwarzen Rädern sieht er echt cool aus. Mit den größeren Rädern macht er natürlich nochmal ein bisschen optisch mehr her. Schaut gerne in das erste bzw. zweite Video von mir, da war er weiß. Und hier gibt es ein verstecktes Detail. Mal genau hingucken. Hier können wir quasi hinter der C-Säule durchschauen. Das hat was mit Aerodynamik zu tun. Kia Niro, hier unten der Blinker drin, auch das ist irgendwie so was ganz anderes, ganz ehrlich. Habe ich auch erst im zweiten Blick wieder wahrgenommen, dass das so ist. Mir gefällt der rein vom Design wirklich gut. Sehr praktisch, sehr handlich. Hier oben am Dach, wir haben kein Panoramadach drin, haben wir richtig Vertiefungen, die den Wagen versteifen, keine Frage. Das ist echt schön gelöst. Türgriffe ganz konventionell, hinten als auch vorne. Und wir machen die mal auf und ich würde sagen, Platzangebot ist gut, wir setzen uns mal rein. Was mir richtig gefällt, ist das hier. Das sieht aus wie so, naja, wie so angelaufenes Metall, ist faktisch natürlich Plastik oder Kunststoff. Finde ich aber, sieht sehr cool aus, sehr wertig aus. So, und jetzt gucken wir uns mal hier nochmal den Kia Niro an. So, wir haben hier links das Thema Fensteröffnung, Spiegelverstellung und so weiter alles. Das ist hier. Diese aufsteigende Linie hier oben, Sitz-Memory-Funktion, finde ich sehr cool. Das zieht sich so durch den ganzen Wagen. Hier vorne haben wir ein großes, durchgehendes Quasi-Display. Machen wir mal den Wagen an. Ein Instrumentenkombi und ein Bedienelement. Und das sieht, finde ich, sehr wertig aus, sehr groß aus. Auch hier drüben, diese aufsteigende Linie, finde ich sehr cool. Die Sitze sind wirklich ultra bequem. Ich fühle mich hier drin wirklich wohl. Das ist ein richtiges Wohlfühlambiente. Das hier vorne, so ganze Bedienelement und so weiter, alles kennen wir aus dem EV6. Das ist
identisch. Schade, auch das hier. Hier muss man tatsächlich noch mit einem USB-Kabel das Telefon verbinden, um CarPlay zu nutzen. Hier ist das Telefon drin. Eine Option, ne? Lenkradthema, na, das ist wie beim EV6, sage ich ganz ehrlich. Die Optik von dem Lenkrad gefällt mir nicht. Das vom EV9 rein, mega. Hier unten verstelle ich die Fahrmodi. Die anderen Verstellungen, guck gerne in das andere Video rein. Da sind die Details nochmal wirklich erklärt. Rein vom Blick her, Instrumentenkombi, ganz klar. Links Tacho, rechts so ein bisschen Verbrauch bzw. Rekuperation drin. Je nachdem, welchen Fahrmodus ich natürlich auch gewählt habe. Ich kann zwischen Eco, Normal und Sport wählen. Meine Favoritentaste hier habe ich draufgelegt, Elektrofahrzeug. Das heißt, er zeigt mir immer an, wo die nächste Ladesäule ist. Finde ich ein ganz cooles Feature. Hier meine Informationen seit Laden. 122 Kilometer, beziehungsweise ich habe den zurückgesetzt, gefahren und habe jetzt noch 68% drin. Das passt für mich. So, wir machen mal die Motorhaube auf. Denn hier ist wirklich die Frage, hat er einen Frunk oder nicht? Den Frunk hat er. Das kann ich direkt mal sagen. Hier einmal kurz aufmachen. Zarab. Hier haben wir nochmal eine Klappe drunter. Und hier ist das Ladekabel drin. Perfekt, weil hier ist das wirklich erforderlich, der Frunk. Oder hier macht er wirklich Sinn. Weil hier vorne wird geladen. Hier mache ich die Klappe auf und kann direkt den Stecker ranziehen. Da muss ich nicht nach hinten laufen, das Kabel holen. Das würde keinen Sinn machen. Deswegen macht hier der Frunk wirklich Sinn im Kia Niro. So, wir machen uns jetzt wieder auf den Rückweg, sind morgen auch noch mal eine ganze Weile unterwegs. Das habe ich nicht aufgenommen, da sind wir nach Düsseldorf gefahren. Mit 33% fahre ich jetzt am Montagmorgen wieder los. 111 Kilometer zeigt ihr mir an, Strecke sind 75 Kilometer. Und ich bin gespannt, in welcher Reichweite ich ankommen werde. Denn wir fahren jetzt mal eine normale Geschwindigkeit. Aber ich sage euch eins, das wird herausfordernd, das ganze Thema. So, wir fahren natürlich erstmal ein Stückchen durch die Stadt. Das gehört dazu, bis ich auf die Autobahn komme. Jetzt bin ich auf der Autobahn, ist diverse Baustellen und. Das ist leider da, das ist leider so. Ich mache den Eco-Modus rein. Und ich habe jetzt schon auf den ersten Kilometern fast 20 Kilometer Reichweite verloren. Okay, ich beschleunige jetzt trotzdem mal hoch. 120, 130, 140 und lass den Wagen mal fahren. Und ihr seht, die Reichweite fällt wirklich rapide ab. Hier auch wieder ein bisschen Baustelle, ein bisschen Tempolimit hier, ein bisschen da. Aber die Reichweite fällt wirklich heftig ab, was ich negativ empfunden habe, muss ich ganz klar sagen, auf die Strecke, weil ich das so recht entspannt gesehen habe. Ich habe die Zielführung gestartet, dachte, alles wunderbar, brauche ich mir keine Gedanken machen. Dann auch hier niedriger Ladezustand, 44 Kilometer Reichweite nur noch. Und ich habe faktisch jetzt wirklich noch ein ganzes Stück vor mir. Also es ist jetzt wirklich eng geworden. Er hat mir auch immer wieder Ladesäulen vorgeschlagen. Bitte Ladesäulen anfahren. Und ja, guckt mal bis zum Schluss, was da jetzt tatsächlich rauskommt. Das fand ich halt von der Menüführung oder vom System her etwas schwach vorgeschlagen, dass ich dann wirklich irgendwie 40 Minuten nachladen soll, den Wagen. Den Sinn habe ich nicht ganz verstanden. Wir sind jetzt hier in Bochum angekommen, fahren noch ein Stück durch die Stadt durch, zur Tankstelle bzw. zum Ladepunkt, weil das ist ein 300 kW Lader. Und das gucken wir uns doch mal an. Also mit 17 Kilometer Reichweite sind wir angekommen. Das Akku ist die ganze Zeit in Orange schon gefärbt. Zeigt mir an, whoop, oh, ich bin zu weit nach vorne gefahren. Das heißt, ich muss jetzt erstmal ein Stück zurück. Okay, so, 17 Kilometer Reichweite und, na, das sieht man immer so schlecht hier, 6%. Dafür bin ich in Kia jetzt überraschend noch nicht gefahren, so weit runter. So, das hatten wir gerade schon mal, 300 kW Lader, den Stecker nehmen wir. Hier machen wir die Klappen auf. Der Stecker wird genommen und reingesteckt in den Niro und schon startet der Ladevorgang bei uns. Er lädt hoch und 76 Minuten bis 80%. Da bin ich jetzt, wie sagt man so schön, negativ überrascht. Also das Hochladen dauert beim Kia gefühlt immer ein bisschen länger, als ich es von einem BMW gewohnt bin. Aber wenn er dann tatsächlich dies erreicht hat, das Ladetop, dann hält er das auch relativ solide. Und wir sind schon angekommen, weil 80 kW ist das, was er kann. Oder 80,5 jetzt in der Ladesäule im Wagen kommen wahrscheinlich gerade die 80 an.
das ist halt echt ernüchternd. Hier vorne wird geladen, sieht immer so ein bisschen strange aus, muss ich ganz klar sagen. Ich würde sagen, wir machen mal 2, 3, 4 Schritte zurück und gucken uns den Kia Niro nochmal von Weitem an. Ich finde das wirklich gut mit den Scheinwerfern vorne. Mir gefällt das wirklich, die ganze Front vorne ist, glaube ich, eher hopp oder top, entweder ja oder nein. Da gibt es, glaube ich, kein, naja, da kann ich mich mit arrangieren. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal rein und gucken uns mal die Fahrwerte an vom Niro. Und auch hier bin ich überrascht. Bis 100% 2 Stunden 12 soll ich jetzt laden. Was ist das denn bitte? 2 Stunden 12, um auf 100% zu kommen? Puh. So, ich bin 290 Kilometer gefahren. Ich kann euch eins sagen, die 290 Kilometer bin ich nicht entspannt gefahren. Außer jetzt zum Schluss, das muss ich sagen. Ja, da bin ich mit reduzierter Geschwindigkeit 120, 130, 110 gefahren. 19,6 kW-Stunden Verbrauch. Aber muss man dazu sagen, wo ich am Sonntag jetzt noch nach Düsseldorf gefahren bin, da bin ich dann mal wirklich permanent 160 gefahren. Das war so eine Strecke von 20 Kilometer, 30 Kilometer gewesen. Und jetzt mal Fun Fact. Ich habe die Lüftung zwischendrin nämlich schon ausgemacht, um Reichweite zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob es mir wirklich den, wie sagt man so schön, Hintern gerettet hat, dass ich die Lüftung ausgemacht habe. Aber ich sag mal so, der Kia Niro, ein Wagen, also für Schnellladen, für lange Strecke kann ich mir den Wagen sehr herausfordernd vorstellen. Also für eine Strecke von, ich sag jetzt mal zum Gardasee, wäre der Wagen, glaube ich, für mich nichts. Die Ladeleistung mit den 80 kW ist für solche Strecken nicht geeignet. Für die Fahrt im Ballungszentrum, wie ich es jetzt dargestellt habe, wunderbar. 11 kW den Wagen laden oder meinetwegen auch eine 50 kW Säule dranstellen, laden lassen. Die Reichweite finde ich wirklich sehr gut. Für eine wirklich zügige Fahrweise, wie ich sie jetzt übers Wochenende an den Tag gelegt habe, 290 Kilometer quasi mit Rest, beziehungsweise zum Anfang, wir waren nicht komplett voll gewesen, rund 10%, möchte ich jetzt mal sagen, finde ich das wirklich gut. 19,6 finde ich auch alles bestens. Da hätte ich jetzt auch gar kein Problem mit 19,6 kW-Stunden pro 100 Kilometer. Und wenn ich entspannter fahre, ist da auch noch alles wunderbar. Sitzkomfort, Fahrkomfort, der überzeugt mich einfach beim Kia Niro, sage ich ganz ehrlich. Das Design ist sehr kontrovers. Die restlichen Feature kennen wir auch aus dem EV6. Das ist einfach für mich mittlerweile schon Gewohnheit. Ich fühle mich da wirklich sehr wohl drin. Das Thema Routenführung über das Navigationssystem mit Laderoute, kontroverses Thema, bisschen schwierig. Lasst eure Meinung doch gerne mal da zum Kia Niro. Welche Erfahrung habt ihr gemacht? Was würdet ihr gerne sehen vom Kia Niro EV? Like das Video, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder mit einem anderen Kia. Bis dahin, vielen lieben Dank. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss that fact, taking big swings, bitch.